Hallo, heute mache ich vegane Butter-Pudding-Plätzchen. Da kommt natürlich Margarine rein und keine Butter, aber die gehen so schnell und einfach. Das ist echt ruckzuck passiert. Also die Zutaten sind hier 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Margarine, 75 Gramm Puderzucker, ein Vanillezucker und zwei solche Päckchen Pudding kommen noch mit rein. Ihr seht hier schon die fertig gebackenen Plätzchen, unverziert, aber schon fertig gebacken, weil ich da schon einen Teig vorbereitet habe vor 2 Tagen. Der war im Kühlschrank gelegen, dass alle Zutaten schön durchziehen. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wie der Teig geht. Ich mache den Teig heute mal im Thermomix. Ich habe ja keine Küchenmaschine, aber der Teig ist für einen Thermomix super geeignet. Und zwar tue ich der jetzt, habe ich jetzt erstmal die Margarine rein und den Puderzucker. Und das wird jetzt auf Stufe 4 eine Minute erstmal so verschlagen, verrührt, keine Ahnung, wie man das nennt. Gerührt halt. So, da siebe ich jetzt das Mehl rein und das Puddingpulver. Und dann wird nochmal 20 Sekunden auf Stufe 4 im Thermomix gerührt. Aber wie gesagt, den Teig kann man auch ganz normal in der Küchenmaschine machen oder wahrscheinlich auch einfach kneten, wie ich sonst immer mache. Heute mache ich ihn halt mal so. So, das ist jetzt so ein richtig schöner weicher Teig und der kommt jetzt in eine Frischhaltefolie. So sieht es dann bei mir aus. Ich habe das gestern schon mal in einem Video erzählt. Ich nehme als Frischhaltefolie immer die Folie, die hinten auf den, also die um die Champignons rum ist, die in den Holzschälchen sind, die Bio-Champignons, die hebe ich auf. Und ja, dazu kann man es dann super benutzen, wie man sieht. Die Wurst lege ich jetzt in den Kühlschrank. So, das ist jetzt der Teig. Der war jetzt 2 Monate, wollte ich jetzt schon sagen, 2 Tage lang im Kühlschrank gelegen, dass er schön durchzieht. Daraus machen wir jetzt lauter gleichmäßige Kugeln, so wie bei den Engelsaugen auch. Ist aber ein bisschen ein anderer Teig. Vor allem wird er jetzt anders weiterverarbeitet. Okay, so werden jetzt die Kugeln einfach so gedreht und dann hier drauf gelegt. Aber man muss schön Abstand lassen, weil jetzt werden die nämlich so platt gedrückt. Im Rezept steht, man soll sie mit der Gabel platt drücken, aber das ist mir zu langweilig. Und deshalb habe ich hier ausgekramt so einen Keksstempel. Das war noch zu Zeiten, wo ich noch nicht vegan mich ernährt habe. Nutella-Keksstempel. Also den tauche ich jetzt ein kleines bisschen hier in Mehl ein. So, und dann drückt man den so da drauf. Und dann gibt es so ein wunderschönes Muster. Und deswegen braucht man auch den Platz zwischen den einzelnen Kugeln. Damit die auch nicht aneinander dran gehen. Die einzelnen Kekse. Das sieht doch schön aus, oder? Made with love steht drauf übrigens. Das ist aber jetzt nochmal der einzigste, den ich daheim hatte. Da gibt es natürlich auch welche mit weihnachtlichen Motiven, aber ich finde, das passt auch. Made with Love ist doch in Ordnung. Chuppdi-chupp. Okay, jetzt kommen sie bei 180 Grad 10 Minuten in den Backofen. Minuten sind rum. Ah, raus aus dem Ofen. Und erstmal auskühlen lassen und dann verzieren wir sie noch. Okay, dann machen wir jetzt mal die Glasur für die Plätzchen. So, das schalte ich jetzt ein. Dann kommt hier eben so ein Schüsselchen rein und die Kuvertüre. Das lassen wir jetzt mal schön flüssig werden. Und dann sehen wir weiter, was wir dann damit machen. So, okay, ist flüssig. Dann, ich habe hier schon mal ein paar vorbereitet. Kann man zum Beispiel einfach zur Hälfte eintunken, ein bisschen abtropfen lassen, dann zum Auskühlen hier hinlegen. Oder die andere Variante,
Man legt es so hin, macht sich den Guss auf die Gabel und dann ziemlich schnell so bisschen so drüber. Ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Ein paar kann man auch einfach lassen, wie sie sind, dass nicht alle mit Schoko voll sind. Und so einfach gehen diese Plätzchen. Die sind wirklich ruckzuck gemacht und schmecken echt richtig lecker. Chup, 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 chup. So mache ich die jetzt alle fertig der Reihe nach. Und morgen mache ich dann die andere Rolle da, die ich jetzt im Kühlschrank deponiert habe. Nebenbei gesagt, nochmal kurz für die ganz genauen. Also ich habe jede Kugel abgewogen. 10 Gramm hatte jede Kugel. Und dann kommen so circa 45 Plätzchen dabei raus, je nachdem, wie viel man zwischendrin oder vorher da so nascht. ja, 10 Gramm und dann gibt es so eine richtige perfekte Größe, finde ich. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und die schmecken wirklich, wirklich lecker mit diesem feinen Puddinggeschmack drin und ganz zart. Ich nehme mal kurz hier eins, das ich nicht mit Schokolade bis jetzt. Also das ist so ganz wie butterzart, kann man sagen. Nur dass halt keine Butter drin ist, weil wir sind ja vegan. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Plätzchen, das ich veganisieren werde. Tschüss!